Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute ist Michelles Geburtstag, heute ist der 15. Jänner und ich stehe in der Küche, also ich sage Jänner. Ich glaube, in Deutschland sagt man gar nicht Jänner, sondern Januar, aber wir sagen Jänner auch zu Januar, nur damit als Info, weil ich glaube, das haben nicht mal Leute korrigiert. Egal, ist mir so gerade eingefallen. Ich stehe in der Küche, ich backe jetzt einen Kuchen, mir fehlen leider nur ein, zwei Sachen, deswegen ist aber schnell losgefahren. Eigentlich schlafen fast alle Kinder. Die einzige, die wach ist, ist die kleine Lara. Die hat jetzt hier schon eine Schüssel Cornflakes. Also sie isst am liebsten diese Lions mit Milch. Und hat ein bisschen iPad. Alle anderen schlafen. Und das heißt, ich kann in Ruhe backen. Ja, aber ich muss noch ein bisschen auf den Papa warten, bis der kommt. Ich bereite mir währenddessen schon alle Zutaten vor. Ich habe gesehen, dass ich keinen Puderzucker mehr habe. Aber das ist kein Problem, ich habe ja den Thermomix und da kann ich mir selber Puderzucker machen, das ist nämlich so cool. Das habe ich auch vorhin gerade gemacht. Da kommt einfach nur ganz normaler Zucker rein und der Thermomix pulverisiert mir das. So mega klein, so mega pulverig halt, logisch. Pulverisiert macht es pulverig, ne? Und ich brauche davon ganz, ganz viel für die Torte natürlich. Deswegen habe ich hier schon mal so ca. 500 Gramm gemacht. Ich werde mir, glaube ich, brauche noch mehr. Also für die Michelle mache ich eine Hamburger-Torte. Das ist jetzt nicht aus Fleisch oder so, sondern einfach so eine ganz normale Kuchentorte. Aber die schaut wie ein Burger aus. Und ich wusste lange Zeit nicht, was ich für die Michelle wirklich machen soll. Aber da ist mir das eingefallen und habe das gefunden. Und das ist, glaube ich, eine gute Idee für die Michelle, weil die isst halt gerne Burger und dies und jenes. So, ich glaube, schau ich noch ein Emoji wach. Lisa! Ja. Warte, Lisa, das ist jetzt hier. Mein Mann ist nach Hause gekommen mit den Sachen, die ich brauche. Nee, das war nicht. Und so wollte ich das jetzt. Ich habe jetzt mit Philipps Torte übrigens angefangen, weil ja, für die Michelle nicht alle Zutaten hat. Also Milch hat mir gefehlt. Aber jetzt mache ich mal Philipps Torte. Michelles Burgerkuchen muss jetzt gebacken werden. Ich habe hier den Teig schon mal gewogen, damit ich ihn in drei Teile teilen muss. Dafür, ich backe den einfach in dieser IKEA-Dings da, so das schon aussieht, wie so ein Burger. Da backe ich zwei Drittel des Weißen, weil da kommt ja, also das ist das Brötchen. Und da drinnen mache ich das Fleisch sozusagen. Das muss ich dann aber noch natürlich umfärben. Ja, mache ich mal gucken, ob das eh auch gleich groß ist. Ja, das haut hin. Hey, meine Lieben, während die Mama noch in der Küche die Torte fertig backt, seid ihr jetzt bei mir im Wohnzimmer. Ich werde jetzt die Geschenke von Philipp und von Michelle einpacken. Das Zimmer natürlich auch dekorieren. Wir haben gestern noch eine Helluflasche gekauft, Luftballons. Thank you.
meine Torte ist leider nichts geworden. Deswegen habe ich sie jetzt den Hunden gefüttert. Ich sag's euch, das war eine Schmiererei. Ja, sie ist einfach auseinandergebrochen. Das war schon irgendwie der Teig in diesen roten, Der Teig in der runden Schüssel hat sich nicht so gut ausgebacken. Ich habe aber schon mal da drin einen Kuchen gebacken. Das heißt, es hat nichts unbedingt mit dem Backding zu tun, sondern einfach, ich habe es einfach zu früh ausgeholt. Der war noch heiß, keine Ahnung, irgendwas habe ich falsch gemacht. Auf jeden Fall Plan B. Werde ich jetzt einfach was ganz Hübsches daraus machen. Und jetzt ist mir da ein Stück abgerissen. Ja gut, ne? Mal aufpassen. Philipps Torte ist ja, also nicht, also die sind nicht fertig, da kommt noch grüne Kuvertüre drüber, aber das muss ich ankühlen. Und ich mache jetzt auf jeden Fall, habe ich mir überlegt, weil ich habe noch so Frosting, dass ich da so ein Smiley draus mache. Und ich habe auch rotes Fondant, da mache ich so ein Kuss-Smiley draus. Ich glaube, das wird der Michelle auch gut gefallen. Und ist trotzdem noch irgendwie so jugendlich. Ja, das kann passieren. Mir macht ja Spaß backen, aber irgendwie weiß ich nicht. Kann ja auch mal was schief gehen und das ist halt doof. Aber ist halt. Und ich backe halt immer gern frisch, immer einen Tag davor oder halt am Tag. Ich dachte, es geht irgendwie schneller. Ja, mein Optimismus in allen Ehren. Meine Küche schaut aus, wie als hätte hier die Bombe eingeschlagen, obwohl ich schon mal aufgeräumt habe. Also ich habe hier schon mal weggeräumt. Aber hier ist alles. Der Thermomix schaut aus, das. Aber der Geschirrspüler ist gerade fertig. Und ich habe so klebrige Finger und der Tisch schaut so aus. Na gut, ich räume hier mal kurz auf und dann mache ich meinen Plan B. So blendend, so krass. Ich habe mir ein bisschen geschminkt und endlich mal mein Pyjama, also zumindest meine Hose ausgezogen, weil oben hatte ich ja schon ein normales T-Shirt. Und ich werde jetzt ein bisschen Salami noch aufschneiden. Ich habe mir so einen coolen Allesschneider gekauft, damit schneide ich jetzt immer das Brot und auch. Was denn? Warum lasst du? Wegen dem coolen Schneidergerät. Wieso ist nicht cool? No. Papa regt sich nach, weil ich 150 Euro am Tag. Ne Fresse. Aber ich habe auch immer so einen Blödsinn gekauft. Wieso? Das ist doch kein Blödsinn. 150 Euro ist eine gute Marke, Ritter. Ja, eh. Sei so gemein, du. Wie bei der Feinkostabteilung, oder? Die machen wir auch Spaß, oder? Das Geburtstagskind. Sie kann gehen. Happy Birthday, Michelle! Ist das schön? Schau, Happy Birthday! Ja, wir singen, wenn die Torte kommt. Da warte, wie wir jetzt schon singen. Philipp! Morgen ist dein Geburtstag! Ich würde sagen, wir frühstücken mal ein Geburtstagsfrühstück und dann gibt's Torte, Michelle. Ist das Schiste? Nein. Schau. Michelle, ich zeige dir kurz was. Michelle, wer ist da bitte? Wir feiern alleine. Wir feiern doch in der Familie. Wie, schau mal, Michelle. Nein, das ist unser Herz. Oh, ein Geschenk für dich, Michelle. Oh, gib dir eine Mama. Gib mir einen Kuss. Ja, ich habe einen Kuss. Oh, wie süß. War das hier ein Kuss? Ein Kuss, ja. Philipp! Ey, du machst meine Haare kaputt. Haare? Lucy, ist der Michelle ein Geburtstagskuss? Ja. Es blendet so krass rein. Mama, Lucy, die Lucy, was gibt's heute zum Frühstück? Baba. Die Lucy sagt, was? Warte, kannst du ein bisschen die Rollläden runterlassen? Hallo, vielleicht können wir die Doggies doch rausgeben. Wir haben ein bisschen Stress. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Sheba Michelle. Happy Birthday to you. Was ist das?
Ich bin ja erschrocken, dass du von mir auf mich geschossen hast. Direkt auf mich geschossen. Was ist denn raus? Lara, du kannst nicht mehr aufwerfen. Ach so, fest! Auf die Michelle! Kleine ist von kleine Filme. AirPods und kleine. AirPods. Mini AirPods. Die Luisa, Michelle hat schon AirPods da. Ah ja. Forever. Siehst du? Oh, nein, noch eine größere. Das ist süßer, das ist ein Schutzengel. Michelle, ich weiß, wo du aufmachst. Das ist ein Schutzengel. Michelle, du musst da. Wow. Ja, Luisa, ich weiß, wie das aussieht. Die Lara wollte, mach mal das von der Lara. Von der Lara. Da ist ein bisschen offen geworden. Ah, ups. Jetzt hat sie auch seinen coolen Oberschuh. Sehr groß. Hey. Ja, aber doch viele Schuhe. So. Was kann das sein? Vielleicht eine Schokolade. Ja. Eine Handyhülle. Kann ich es haben? Ja, für Michelles Handy. Da steht, I need my space. Danke. Okay. Das ist von Patrick. Ja. Das ist von Patrick. Mit Liebe ausgesucht. Ah, Patrick hilft dir dann beim Montieren. Die Patrick schon. Was ist das? Das sind die Lampen, die man natürlich LED Stripe. Das ist eh das, was man da auf dem Ja, ja. Yeah, danke. Bitte sag mir nicht, dass es Klamotten gibt. Du lernst doch immer, dass du Hosen brauchst, oder? Bitte. Ja. Du bitte 100 Euro nur für Hosen. Was? Ja. 100 Euro? Geil. Wir sind jetzt ein bisschen schockiert, dass wie heißt das? Die Kohle ausgegeben. Haben uns jetzt zum Vabiano gesetzt. Michelle hat sich das ausgesucht. Eigentlich wollten wir Running Sushi gehen, aber da war voll besetzt. Lecker. Plan B ist auch lecker, oder? Ja, es ist halt Samstag. Samstag, ja, stimmt. Die Luisa und der Patrick. Und der Patrick haben Pizza genommen. Ich habe Lachs und der Baba Spinat und? Ja, Rucola und Achso, Rucola, Entschuldigung. Ah. Und du gibst den Philipp von dir? Ja. Schau mal, ob das jetzt schafft. Ja, Mami? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Papa für immer die Pizza hat. Für immer? Warum? Weil es so viel ist, oder was? Ja, auch für eine ganze Pizza kann jeder essen. Hm. Vor allem ich. Philipp hat einen Königensessen. Philipp ist ein König. Mama, ich kann nicht tauschen. Magst du, musst du nicht tauschen. Du musst nicht tauschen. Aber ich mag nicht mit dem Papa tauschen. Ich tausche auch nicht mit Papa. Sie will ja, dass ich immer bei ihr sitze. Papa, er will noch. Ja, gleich. Und Lara, schmeckt dir dein? Ich grüße ein bisschen ab. Ja. Ich habe gesehen, dass der Glas ausgedrückt. Wir trinken übrigens immer diesen Granatapfel. Das ist lecker. Wir sind wieder zu Hause und
haben uns ein bisschen, also ich habe zumindest mal angefangen, ein bisschen Ordnung zu machen. Hier nochmal Geschirrspüler eingeräumt. War bitte nötig. Ich glaube, heute ist der 3-4 Mal gerannt schon. Dann haben wir ein bisschen Staub gesaugt, wie ihr seht. Ja, und das ist nicht einmal alles. Also von 3 solchen Kanonen, was da alles rausgekommen ist. Ja, ausleeren und dann geht's weiter. Und der Papa schaut jetzt gerade mit der Michelle unten im Zimmer, weil die Michelle hat sich ja zum Geburtstag solche LED-Streifen gewünscht. Sowas. Und ja, er guckt jetzt, wie und wo er das montieren kann. Ich zeige mal, wie das ausschaut. So, jetzt angesteckt. So, und dann. Oh, wie cool! Wie cool schaut das bitte aus? Okay. Nice, oder? Jetzt werde ich Philipps Torte weiter dekorieren, damit sie dann morgen fertig ist. Nicht? Noch nicht fertig? Ich glaube ganz heiß. Nein, nicht ganz heiß. Ich habe mir jetzt überlegt, bei der Dino-Torte. Ah, jetzt besser. Bei der Dino-Torte machen wir. Macht mir helfen? Oder nicht so? Ich habe so, also, so Röllchen. Ich habe hier ein bisschen Kuvertüre. Und mich einmal rein. Ja, das ist Deko. Und einfach so ranlegen. Hilfst du mir? So, meine lieben, Dino-Torte fertig. Wir kommen jetzt in den Kühlschrank und wir werden uns jetzt vom Blog verabschieden.